30 Minuten mit heute aus dem wunderbaren Mastering-Studio hier, aus dem Storia Mastering-Studio mit Björn Schlüter, der heute unser Gastgeber ist. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung hier heute. Ja, Jonas, schön, dass du da bist. Freu mich. Schön, dass ich da bin. Könnte man fast so sagen, ne? Das war, glaube ich, jemand anders. Ich glaube, Bodo Bach war das. Schön, dass ich da bin. Ich hätte mal gern ein Problem. Nee, haben wir heute nicht. Aber schön, dass wir da sein dürfen. In einem ausgewiesenen Mastering-Studio bin ich persönlich noch nicht gewesen. Und dementsprechend ist es hier für mich so ein kleines bisschen so Wunderland. Ne? Immer so ein kleines Mischpult hier, in Anführungszeichen, aber nur ausgewiesene Spezialhardware, die hier steht. Tolle Boxen, die KH310 hinten von Neumann, die ich auch so gerne hätte. Insgesamt alles toll ausgerichtet hier. Nicht mega groß, aber wunderbar. Wir können ja mal kurz einen Blick hier einfach mal schweifen lassen. Ich kann ja mal kurz gucken hier, einmal kurz auf das Pult, bevor wir dann gleich zu dir kommen hier. Also hier ist ja wirklich tollstes Zeug verbaut, irgendwie Tegeler Audiomanufaktur. Ich habe mal ein Interview mit dem Michael Krusch gemacht, mit dem Chef. Genau, und der war auch sehr, sehr auskunftsfreudig und sehr nett vor allem. Es war auch sehr schön da in Tegel. Und hier nochmal irgendwie tollstes Gerät, da kommen wir gleich aber nochmal, glaube ich, darauf zu. Hier akustische Bearbeitungsmaßnahmen, dicke Bass. Boxen hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, Bassfallen sind das hier an der Stelle, hinten in den Ecken und so weiter und so fort. Aber da kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Vorher fangen wir natürlich an mit den Standardfragen. Und die Standardfrage Nummer 1 ist der Name, den habe ich schon verraten. Björn Schlüter. Korrekt. Alter? 27. Okay, 27 Jahre. Das ist ja eher vom Jungschlag, ne? Könnte man so sagen, aber wir kommen noch drauf, dass du wahrscheinlich mehr in deinem Musikerleben erfahren hast und erlebt hast als so manch anderer 60-Jähriger, aber das erzählst du uns gleich. Aber die nächste Standardfrage ist für mich persönlich schon eine sehr interessante, denn was war wohl deine erste Platte, also LP oder Single, wobei mit 27 war es wahrscheinlich eine CD auf jeden Fall, ne? Genau, die du dir gekauft hast, nicht geschenkt bekommen hast. Okay. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, LP oder Single, da war ich raus tatsächlich. Ich glaube, das erste Album, was ich mir selber gekauft habe, müsste gewesen sein von Wieso, von der Deutsch-Punk-Band Wieso, das Album Uark oder wie auch immer man das ausspricht. Deutsch-Punk? Deutsch-Punk, ja, okay. Tatsächlich. Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? 13? 13, wenn du jetzt 27 bist, wann bist du geboren? Da muss ich das nicht aussehen. 92. Ja, mit 13 war es also 2005, da war die Punkwelle ja lange vorbei. Und die Platte, die Wieso-Platte war auch schon, ich glaube, ein paar Jahre auf dem Markt. Aber ich bin irgendwie damals über ältere Freunde quasi reingerutscht in diese Musik, habe das immer wieder gehört und fand das total interessant. Und ja, wie man das dann damals gemacht hat, ohne Amazon Music und Spotify, ist man dann halt irgendwie losgezogen und hat versucht, die Musik sich dann irgendwo tatsächlich noch käuflich physikalisch zu erwerben. Jetzt reden wir aber bei Wieso ja über eine Punkband, die du jetzt wahrscheinlich nicht im örtlichen Plattenladen gekriegt hast. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn du das neue Album von Depeche Mode gekauft hättest. Ne? Tatsächlich, in dem schönen, beschaulichen Ort, wo ich herkomme, aus dem Sauerland, gab es direkt auf der anderen Straßenseite einen Elektronikfachmarkt. Und die waren natürlich nicht gut ausgestattet in der Musikrichtung, aber sie konnten zumindest alles bestellen. Okay. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie die ältere Dame hinter der Ladentheke sozusagen dann dreimal nachfragte, wie man das denn schreibt, weil ich ja selber gerade Probleme schon mit der Aussprache des Albumtitels hatte. Ich glaube, es ist zweimal U, dreimal A, R, G, H, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Okay. Und dann auch Wieso dreimal nachgefragt, dass es wirklich W-I-Z-O ist und nicht Wieso, wie man das eben aus dem deutschen Wortschatz so kennt. Oder aus dem Fernsehen einfach, da gibt es ja diese Sendung. Gibt es ja auch, genau. Soziales. Ja, mit genau. S, ganz genau. ZDF. Ja, war ganz interessant. Aber ich habe irgendwann dann tatsächlich nach gefühlten 4 Wochen dann das Album in den Händen gehalten und es lief dann rauf und runter. Aber da war ja die Einstiegshürde so groß, dass du wahrscheinlich so mega stolz auf dieses Album warst, dass es dann ab da wirklich nur noch rauf und runter gelaufen ist. Definitiv. Ne? Also das Album, ja gut, ich meine, LPs und Singles können dann mal ein bisschen abnutzen, glaube ich, mit der Zeit. Ne? Definitiv. Ne? CDs habe ich zumindest noch nicht geschafft. Okay, bei einer klassischen Punkband spielen ja in der Regel 3 Instrumente und ein, sagen wir mal, Sänger. Schlagzeug, Bass, Gitarre. Zu welchen der 3 Instrumente hat es dich dann hingetrieben? Ich war schon vorher hingetrieben zu einem Instrument, nämlich zum Schlagzeug. Okay. Ich habe tatsächlich Schlagzeug gelernt, seitdem ich 4 war. Also als ich 4 Jahre alt war, habe ich Schlagzeugunterricht bekommen. Schlagzeug oder Trommel? Also tatsächlich gestartet mit der Trommel, ja. Also wirklich im örtlichen Musikverein losgelegt und dann quasi mit dem Schlagzeug und zu dieser Zeit, wo dann für mich dann auch Rock- oder Punkmusik interessant wurde,
zu dem Zeitpunkt gab es auch tatsächlich schon eine Band, mehr oder weniger, in der ich aktiv war. Okay. Und deswegen sagte ja, also ältere Freunde, das waren dann Musiker, die man von der Schule irgendwie kannte und so. Und so hat sich das irgendwie alles dann hingerissen nachher, ne? Aber die Musik war schon immer wichtig für mich, ne? Also gerade auch familiär bedingt. Mein Großvater war nach dem Zweiten Weltkrieg Schlagzeuger in einer Swing-Tanzmusik-Geschichte. Mein Papa hatte damals auch damals Trommel gespielt. Mhm. Bei uns im Sauerland war Musik immer ein wichtiges Thema. Und so bin ich damit groß geworden. Ja. Hast du die Trommel, den Groove, den Beat quasi im Blut? Aber mit 4 Jahren ist ja schon heftig. Also genau, also ich kam auch noch nicht mit dem Fuß ans Bassdrum-Pedal. Okay. Deswegen musste man erstmal mit der klassischen kleinen Trommelausbildung starten. Aber irgendwann war dann tatsächlich der Tag gekommen, wo dann der Hocker so weit runtergeschraubt wurde, dass ich dann rankam. Also kein so ein Holzklotz unten unter den Fuß, oder so dran gekommen bist irgendwie. Das heißt, du bist quasi mit Rudiments und dem ganzen Bereich komplett aufgewachsen, bevor du quasi, tatsächlich zum echten Musikmachen gekommen bist. Also du hast die Basis mit der Muttermilch auf hier so hoch. Genau, also wie man ja so sagt, also ich bin vom klassischen Musizieren zum Mucken gekommen sozusagen. Okay. Also wirklich von der Pike auf gelernt, die ganze Notenlehre und dann später auch Harmonielehre etc. pp. Der ganze trockene Kram, der ja eigentlich nicht so viel Spaß macht, aber heutzutage bin ich aus so vielen Hinsichten glücklich darüber, dass ich das damals gemacht habe. Das glaube ich dir gerne. Und es hat mir dann nachher am Schlagzeug als Schlagzeuger einer Punkband, die dann tatsächlich hervorging, die es auch ein paar Jahre gab, hat es mir dann tatsächlich auch geholfen. Gerade diese schnellen Beats, also diese typischen Punk-Beats oder sowas auch zu spielen, weil einfach die technischen Voraussetzungen, sage ich jetzt mal ganz blöd, da waren und ich wusste, was ich tat, deswegen ist es mir nicht schwer gefallen. Okay, da sieht man mal wieder, dass es ganz wichtig ist, dass man trotzdem man Punk macht oder erstmal Krach macht, dass es auf jeden Fall eine fundierte Grundausbildung nicht hinderlich ist, sagen wir mal so. Also man kann sich alles selber beibringen, kein Problem irgendwie, aber die Einstiegshürde für dich war natürlich dann deutlich geringer, weil es war ja für dich dann im Zweifel egal, ob du Swing, Schlager, Pop oder eben Punk spielst, ne? Oder Speed Metal quasi. Ne? Verrückt. Ein Schlagzeuger. Aber wenn Punk deine erste Platte gewesen ist, kommen wir zur dritten Standardfrage. Was war dein erstes Konzert? Ja, das war eine etwas andere Musikrichtung, könnte man sagen. Da muss ich auch wieder quasi meine Familie mit ins Boot holen. Also ich wollte ja damals unbedingt Schlagzeug lernen oder durfte dann ja auch Schlagzeug lernen. Aber meine Mutter war nie ein besonders großer Fan davon. Vom Schlagzeug? Vom Schlagzeug. Weil? Genau. Also wir hatten quasi am Wohnzimmer angeschlossen so einen Wintergarten und da wurde dann damals wirklich so ein kleines Kinderschlagzeug, wie man das wirklich kennt, dann aufgebaut. Hat mein Sohn übrigens auch. Sehr gut. Er benutzt es nicht, aber er hat das. Das ist schade, aber da können wir ja dran arbeiten. Ja. Auf jeden Fall war das natürlich am Anfang schon sehr anstrengend, weil natürlich die Zeiten, wo ich dann geübt habe, sage ich jetzt mal unter der Woche gut nach der Schule oder nach dem Kindergarten, aber am Wochenende natürlich alles, was die Zeit dann hergab. Mhm. Und Üben gestaltete sich dann zu dem Zeitpunkt eher noch nicht besonders musikalisch, denke ich mal, dass es mit 4 noch nicht so toll klang. Wir haben Kraft gemacht und Spaß gemacht, ne? Ganz genau. Und auf jeden Fall war sie kein großer Fan davon. Aber meine Eltern waren immer auch schon sehr musikalisch, nicht weil sie selber viel Musik gemacht haben, aber gerne Musik gehört haben. Mhm. Große Fans immer von Bayern und Österreich Urlauben gewesen und dadurch also Blasmusik, auch viel Blasmusik und eben auch, sagen wir mal, hier so Alpenpop, Alpenrock. Mhm. Und damals, dann Mitte der 90er rum, waren die Zillertaler Schützenjäger ganz groß. Also ich war jetzt gerade bei Hubert van Goisern, aber das ist die andere Seite der Medaille. Nee, da waren tatsächlich die Zillertaler Schützenjäger ganz groß. Übrigens eine sehr unterschätzte Band, wenn man die mal, worauf ich da jetzt hinauskomme, die ich ja dann tatsächlich irgendwann live sehen durfte. Aber noch bevor ich sie live gesehen habe, waren meine Eltern mal bei einem Konzert von denen. Der Schlagzeuger, jetzt muss ich lügen, Patrick irgendwas, so eine lange blonde Matte, also sieht eigentlich auch eher aus wie der Thrash-Metal-Drummer als jetzt der Alpenrock-Schlagzeuger. Und der hat dort ein
ja, so wie man das in den 90ern ja gerne mal gemacht hat, 15, 20-minütige Schlagzeugsolo gemacht. Und mir wurde damals so berichtet, dass ab diesem Zeitpunkt meine Mutter dann hinter mir stand oder hinter meiner Entscheidung stand, Schlagzeug lernen zu wollen. Und irgendwann, jetzt müsste ich wieder lügen, ich weiß es nicht, ob ich 6, 7, 5 Jahre alt war, wurde ich dann mal in Anführungsstrichen mitgeschleppt zum Konzert der Zillertaler Schürzenjäger. Dann durfte ich mir das Ganze selber mal anhören. Und witzigerweise bin ich Jahre später im Proberaum beziehungsweise im Tonstudio der Zillertaler Schürzenjäger gewesen. Mhm. Wo ist das? Zillertal ist das in, ich glaube, wie heißt der Ort? Meierhofen. Ja. Und durfte da rein und durfte mir dann auch dort tatsächlich Schlagzeugstücke, das habe ich noch so vor Augen als kleines Kind, durfte mir da ein paar Schlagzeugstücke, ich glaube, die waren auch gebrochen oder benutzt, wie auch immer. Es war auf jeden Fall das Größte für mich zu dem Zeitpunkt. Also du merkst schon, ich habe eine sehr kontroverse musikalische Vergangenheit. Ich sag mal, eine breite Range. Wie alt warst du denn bei dem Konzert dann aber? Ja, das sagte ich ja, das weiß ich nicht genau. Also Müsste ich lügen. Also ich schätze dabei, dass ich irgendwie 6, 7 Jahre alt war. Okay, alles klar. Also normalerweise hat man ja so, dass man zu einem Konzert hingeht und dass man dann so infiziert wird und dann feststellt, ich will unbedingt Musiker werden. Jetzt warst du ja schon Musiker. Das stand für mich ja schon definitiv fest. Ja. Also ich war definitiv, wollte unbedingt Schlagzeug spielen und das war das Größte für mich. Und deswegen war das für mich einfach nur eine Bestätigung zu sagen, ja, habe ich schon immer gesagt, ich wollte das ja gerne machen. jetzt kannst du aber Schlagzeug dann vom Blatt lesen. Ja. Jetzt sind das aber keine Noten, die im klassischen Notenschlüssel stehen. Also jetzt nicht im Bassschlüssel oder im wie heißt der andere Schlüssel, der F-Schlüssel. Violinschlüssel, genau. Kannst du das trotzdem auch? Also echte Musik quasi vom Blatt lesen? Ja, ich hatte dann wieder Glück, auch während meiner Kindheit oder Jugend, dass dann irgendwann mal der Punkt war, ja, vielleicht mal Musik tatsächlich beruflich. Also das war auch schon sehr früh mal ein Thema. Dann gab es irgendwann mal die Entscheidung, ja, Keyboard, ne, wenn man Musik beruflich machen will oder so, natürlich, man muss irgendwie Akkorde drücken können und wissen, wie das alles so funktioniert. Und meine Oma fand den Gedanken immer ganz, ganz toll, dass ich als Alleinunterhalter mal durch die Weltgeschichte ziehen kann und damit mein Geld verdiene. Ja, das ist eine schöne Idee. So kam dann irgendwann tatsächlich der Punkt, dass meine Mutter mit meiner Oma zu einem lokalen Musikalienhandel gefahren sind und mir ein Yamaha PSR 350 gekauft haben. Ich war gerade bei PSR 50. Für alle, die das nicht glauben, hier nebenan im Abstellraum, bei mir im Studio steht das gute Stück tatsächlich noch. Kommt ab und an zum Einsatz. Nicht aus tontechnischer Sicht, aber aus Arrangiersicht oder so, wenn ich mal einfach ein bisschen mal klimpern muss. Mich im Kopf, dann stelle ich mir das mal einfach mal hier hin. Also nicht als Klangerzeuger, sondern einfach... einfach nur für mich zu hören. Ja, ja, genau. Warum nicht? Ich meine, an das Instrument bist du ja definitiv gewöhnt. Ich habe meine erste Gitarre auch noch, die ich bekommen habe, mit, glaube ich, 10. Und wenn wir beide mal wieder zusammen spielen, dann sind wir beide zu Hause. Das ist... Hin und wieder ist sie stinkig auf mich, weil ich sie mal wieder 10 Jahre nicht angepackt habe. Dauert dann so 2, 3 Wochen, aber so. Das, ja. Ich habe leider damals mein erstes richtiges Schlagzeug, also nicht mein Kinderschlagzeug, sondern mein erstes richtiges Schlagzeug, im jugendlichen Leichtsinn verkauft. Mhm. Und da bin ich immer noch sehr traurig drum, weil das war ein. Natürlich schauen viele zu, die das sehr, sehr gut kennen und sehr, sehr gut wissen, wahrscheinlich, wie die Bezeichnungen sind. Aber ich glaube, es war ein Sonor. Swinger oder Swingstar oder sowas aus den 50ern. Hoffentlich Swingstar. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Swinger. Ja, aus den 50er, 60er Jahren und es war einfach ultra hässlich. Es war so blau-türkis-metallic-Folie und natürlich dann in der Punkband einfach nicht cool genug. Natürlich nicht. Und irgendeines Sonntagsabends oder so, ich weiß es nicht, damals kam quasi auch diese ganze eBay-Welle ganz groß auf. Mhm. Alles, was man nicht mehr brauchte, wurde bei eBay verschachert. Genau. Dann sagt meine Eltern, ja, wenn du ein neues Schlagzeug haben willst, dann musst du das alte halt verkaufen. Ja, dann habe ich das verkauft mit einer furchtbar schlechten Produktbeschreibung, weil ich einfach keine Ahnung hatte. Ich weiß nicht mehr, altes Sonor-Schlagzeug, hässlich, kommt schnell, hol's, weiß ich nicht. Und der, das weiß ich auch noch, es hat keine Stunde gedauert, da war dieses Schlagzeug weg. Das kann ich mir sofort kaufen. Steht heute in einem Museum. Wie auch immer. Auf jeden Fall kam ein Schlagzeuger, der rief direkt an, ey, kann ich heute Abend noch vorbeikommen? Was hast du? Und ich dachte, okay. Der kam dann gefahren, es stellte sich dann raus, dass das ein hauptberuflicher Schlagzeuger war, also ein freiberuflicher Schlagzeuger. Ja. Und der mich dann gefragt hat, sag mal,
junger Mann, weißt du eigentlich, was du da gerade verkauft hast? Und ich sagte, ja, ein altes, hässliches Schlagzeug, ne? Ja, und er hat mir dann mal aufgezählt, was alleine die Becken da waren. Ein riesiges 24 Zoll Becken dabei, ein 22 Zoll und ein 18 Zoll. War natürlich für das, was ich wollte, klanglich nicht geeignet. Selbstverständlich nicht. Wie auch. Und er hat mir dann aufgezählt, was alleine die Becken wert sind und was alleine das Schlagzeug wert ist, wie viel es davon noch gibt und in welchem guten Zustand das ist. Aber nachdem er es gekauft hat, ne? Er hat es natürlich gekauft. Euro gegeben hat. Ich weiß gar nicht mehr, ich müsste wieder lügen, was genau er mir schuldig war. Ich weiß auf jeden Fall noch, er hat mir mehr Geld gegeben, als eigentlich über eBay rausgehandelt war. Okay, also und, sein schlechtes Gewissen hat ihn dann genau, noch ereilt. Und ich weiß, das weiß ich auch noch, er hat mir noch 4 von seinen Signature Drumsticks Paaren in die Hand gedrückt. Ja, und das gute alte Schlagzeug musste dann weichen für ein ganz billiges China Pappelholz Pressspan Schlagzeug. Aber es war schwarz und das war natürlich wichtig. Ne? Ja. Gut. Eine Rockband, ist ja klar. Ja, außer Frage. Ich meine, ich hab eine ähnliche Geschichte mit einem uralten Verstärker, den ich mir aber zum Glück wieder neu kaufen konnte, beziehungsweise alt neu kaufen konnte. Okay. Das heißt, ich habe ihn damals verkauft. Mein 65er Twin Reverb getauscht gegen einen brandneuen mit den roten Knöpfen. Mhm. War dann irgendwann ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, dass ich gedacht habe, dass das nicht die beste Idee in meinem Leben gewesen ist. Und mittlerweile habe ich wieder einen, aber der Weg dahin war sehr steinig und sehr lang. Manchmal ist man ja im Nachhinein erst schlauer, ne? Das ist halt leider. Ja, das Alter. Naja, egal. Jetzt ist aber, wenn ich das alles zusammenziehe, ne? Ein ausgebildeter Schlagzeug mit einer Vorliebe für Punkmusik und dem ersten Konzert bei den Schürzenjägern, Zillertaler Schürzenjäger, ja, richtig, genau. Und wir sitzen jetzt hier in deinem Mastering-Studio. Das heißt, du hast mit 4 Jahren angefangen, dir die Ohren wegzuballern mit möglichst lautem Krach. Korrekt. Um dann hier filigranste Audioarbeit abzuliefern und zu sagen, da gibt es aber eine Phasenschweinerei bei 200 Hertz, da solltet ihr im Mix vielleicht nochmal korrigieren, das kriege ich im Master nicht so raus. Wie war denn der Weg von da hier am Ende des Tages an diesen Tisch hier? Ja, das war auch ein sehr interessanter Weg. Also über viele Bühnen, ja nicht dieser Welt unbedingt, teilweise schon, aber klassische Mucken, aber genau, ja. über diverse Wege, also während der Schulzeit eben in diversen Bands damals gespielt, dann irgendwann tatsächlich mal mit einem Akustik-Punk-Projekt. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht, dass es gab. Es war eine Buchlesung. Die leiseste Punkband der Welt. Nein, leise waren wir nicht. Es war einfach nur eine Akustikgitarre und Schlagzeug, was ich halt damals mit Watts verprügelt habe und nicht mit normalen Sticks, aber ansonsten. Aber trotzdem aus vollem Herzen. Natürlich. Und da waren wir tatsächlich für eine. Es gab ein Buch, 30 Jahre Punk in Deutschland, keine Zukunft vergessen, damals erschienen im Archiv der Jugendkulturen in Berlin und auch wieder über 1000 Umwege über meine damalige Band. Irgendwie kam das zustande, dass es dort eine sogenannte keine Zukunft war gestern Rot-Crew zusammengesetzt wurde und wir durch Deutschland getingelt sind. Ich weiß gar nicht mehr, 15, 20 Shows. Also wir haben aus dem Buch gelesen. Ich musste dann auch damals tatsächlich lesen und ich war auch der Einzige, der aussah wie ein Punk. Natürlich mit meinen 17, 16, 17, 18 Jahren. Alle, ich glaube, der nächst Jüngere war Mitte 30 oder sowas, der da unterwegs war. Und ich hatte damals auch tatsächlich einen grünen Irokesen und sowas alles. Also das volle Programm und das war dann das erste Mal so ein bisschen interessanter mit Musik. Also wirklich nicht nur, sagen wir mal, in den 2 Jugendzentren rumherum zu spielen, sondern wir waren zum Beispiel in Leipzig auf der Buchmesse, wir waren in München, okay, in Stuttgart unterwegs. Also es war super interessant. Dann durfte ich irgendwann tatsächlich Abitur machen, was auch sehr gut geglückt ist, aufgrund einer besonderen musikalischen Lernleistung, also eines fünften freiwilligen Abiturfachs und dem Fach Musik, ja, mit jeweils voller Punktzahl, hat dann meine Abi-Note Respekt. Ganz gut rausgerissen, sagen wir mal. Auf 4,1? Nein, eine 2, irgendwas. Immerhin, ja, ja. Ja, ich war selber ganz erstaunt und meine Eltern, glaube ich, auch damals.
Ja, und dann nach dem Abitur habe ich mir dann überlegt, was ich jetzt dann mache. Oder für mich war klar, ich habe es mir nicht überlegt, für mich war klar, irgendwas mit Musik muss her. Ja. Und wieder über diverse Umwege und diverse glückliche Zufälle bin ich dann quasi Orchestermusiker geworden, also klassischer Orchestermusiker. Da half dir ja dann die Ausbildung, die du mit 4 Jahren angefangen hast quasi. Ganz genau. Ne? Mhm. Und ich habe auch neben den ganzen Punk- und Rock-Geschichten damals immer weiter auch in Musikvereinen oder Blasorchestern zivil auf dem Sauerländer Land Schlagzeug gespielt. Und so bin ich dann quasi Orchestermusiker geworden, in diversen Orchestern in Deutschland tätig gewesen, für knapp 10 Jahre. Und, verstehst du? 10 Jahre? Ja, ja. Nicht ganz 10 Jahre, ja, genau. Ja, wie das dann damals war. Ich meine, du kennst das ja selber, du bist in einer Band, man ist 15, 16, 17 und man sagt, ja, wir brauchen jetzt eigene Aufnahme. Wir müssen jetzt eine Demo machen, wir müssen jetzt CD machen, wir müssen ins Studio. Ja, aber Geld war natürlich nicht da. So, also, oder zumindest nicht viel Geld da. Und von einem Plattendeal oder ähnlichem waren wir ziemlich weit entfernt. Und Punk war jetzt auch nicht zu der Zeit die angesagteste Musikrichtung. Du redest die Musikrichtung auch ganz schön schlecht. Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin großer. Erstens habe ich auch in einer Punkband gespielt, nur 10 Jahre vor dir. Wir hießen Bibi Burger King und die Big Mac Bambles, nur dass ich das mal gesagt habe. Das musst du gleich aufschreiben, das kann ich mir. Ja, das kann ich vielleicht unten einblenden. Des Weiteren, der Punk war mir immer sehr nah, auch dadurch, dass ich große Onkels hatte. Also ich kann es nicht kaputt reden, es ist nur einfach so weit weg von der Zeit, stimmt, wo er eigentlich seinen Höhepunkt hatte. Das definitiv. Ich, ne? Wobei zu der Zeit, wo wir da auch musikalisch aktiv waren in der Szene, kam doch wieder viel am Green Punk. Day und so ein Zeug. Ja, genau. Ne? Ja, Blink, das kam dann eher so ein bisschen später wieder, Green Day. Aber zu dem Zeitpunkt waren die ganzen Army-Bands, NoFX, Pennywise etc. Die waren da gerade auch in Deutschland ziemlich großem Kommen oder waren auch schon natürlich da, waren schon bekannt, ne? Aber das waren auch damals so Sachen, die wir, sagen wir mal, auch viel gehört haben, die uns viel inspiriert haben. Und ja, auf jeden Fall haben wir dann entschlossen, jetzt nicht irgendwie 5 Nebenjobs Zeitung verteilen und so anfangen wollen, sondern dass wir natürlich dann selber aufnehmen. Also nicht Studio, sondern Heimstudio quasi. Ja, damals war es dann der Proberaum, den wir hatten bei uns im Ort, wo, glaube ich, zu Top-Zeiten mal 7 oder 8 Bands geprobt haben. Also es war unglaublich, eine riesige musikalische Szene bei uns. Und dann ging es halt darum, irgendwie Demos aufzunehmen. Und ich weiß noch, das erste Demo, was wir aufgenommen haben, war ein mit einem Behringer 8-Kanal-Mischpult in ein Boss-Aufnahmegerät, in so einen Two-Track, also war wirklich ein Stereo. Ja, also wir hatten diesen 8-Kanal-Mischer oder 12-Kanal oder was es war. Ja, irgendwie dann so die ersten Mikrofone irgendwo hergeliehen oder was weiß ich was. Ne? Genau, und da konnten wir uns natürlich austoben, wir hatten ja Zeit. Wurde nicht besser klanglich jetzt, aber zumindest war es dann. Das Interesse war da. Und irgendwann wurde dann in der Instanz, ging es dann weiter mit einem Alesis Firewire Interface und dann tatsächlich mal dem ersten Rode Großmembranmikrofon, damals das NT1A oder wie es heißt. Genau. Ja, und so ging das dann irgendwie immer weiter. Also man hat immer mehr investiert, auch Interesse. Damals gab es leider noch nicht den Recording-Blog zum Beispiel. Gab es damals, also YouTube kam auf, aber so viel Wissen war damals einfach nicht definitiv vertreten. Also heutzutage ist da natürlich viel mehr Wissen auf Knopfdruck da als zu dem Zeitpunkt. Wir mussten halt einfach viel fragen. Ich sag mal, wir haben dann... für uns war dann der Größte der Veranstaltungstechniker um die Ecke, der mal wusste, wie man zumindest an einem 3-Band paramedischen Equalizer irgendwie eine Bassdrum zumindest ansatzweise zum Klang brachte oder sowas. Und das waren dann so die ersten Leute, die uns geholfen haben oder wo man irgendwie an Wissen gekommen ist. Dann habe ich auch mal quasi als Schüleraushilfe sozusagen beim Veranstaltungstechniker ein bisschen mitgearbeitet, ein bisschen Sachen aufbauen, da ein bisschen was verkabeln und so. Und dann irgendwann habe ich dann mal eine kleine Veranstaltung selber gemischt, irgendwie, also mit Moderation oder keine Ahnung was. Und so ging das immer weiter. Also es war einfach ein Prozess, den man jetzt gar nicht so aktiv selber so angeschoben hat. Das ist einfach passiert. Ja. Und dann hat man halt eine Demo für die Band gemacht und dann kam halt die andere Band aus dem Proberaum,
die dann ja, ja. 3 Tage nicht proben konnte, mhm. Weil wir ja aufgenommen haben. Und als Ersatz hast du dafür auch musst du uns aber auch mal aufnehmen. Ja. Und dann war da noch einer, der hat sich dafür interessiert und der hatte dann das Mikro und der hatte dann noch jenes und an Equipment oder an Ideen oder an Können oder an mhm. Know-how. Und so hat sich das immer weiter potenziert. Aber jetzt die Frage, warum du? Warum nicht der Sänger? Warum nicht der Gitarrist? Warum nicht der Bassist? Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, als Schlagzeuger hat man ja sowieso immer am wenigsten zu tun. Man muss ja am wenigsten schleppen, am wenigsten aufbauen. Okay. Aber komischerweise kenne ich das aus ganz, ganz vielen Bands oder auch so aus vielen Orchestern oder so. Das ist ganz oft sind es die Schlagzeuger, die irgendwie mit solchen Sonderjobs oft beauftragt werden. Ich schätze, dass vielleicht viele jetzt Zuschauer sagen, ja, stimmt. Ne? Irgendwie, ich muss dann auch noch immer alles schleppen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht auch einfach ein Zufall. Ja. Damals war das einfach so. Also, es ist passiert. Es ist passiert mhm. und ich hatte Spaß daran, ja. das zu machen. Und wir waren ja irgendwie gut vernetzt. Auch, ich sag mal, es war jetzt nicht so die Punk-Szene, darum ging es. Es war mehr mhm. die Musikszene. Musikszene, ja, genau. Ja, also da also war auch eine Bluesband dabei. Oder da war alles dabei. Mhm. Wirklich von Death Metal im Proberaum bei uns bis ein Akustiktrio oder eine Akustikband, die da geprobt haben. Wir waren aber auch gut vernetzt mit Tanzmuckern, mit den Orchestern. Ja. Die Orchester hatten dann auch wieder Equipment, irgendwie Mikrofone oder vielleicht ein besseres Schlagzeug oder bessere Becken fürs Schlagzeug oder so. Ja. Und so hat sich das immer alles ausgetauscht. Jeder hat von dem einen profitiert oder von dem anderen profitiert. Es hat halt einfach mega Spaß gemacht, diese Entwicklung dann selber zu sehen. Und ich habe tatsächlich irgendwann mal vor... War schon wieder jetzt ein bisschen länger her, eine alte externe Festplatte 27. gefunden. Eine alte externe Festplatte gefunden, wo all diese Aufnahmen, also wirklich die allererste Aufnahme mit einem MP3-Player, die wenigsten werden wahrscheinlich wissen, was ein MP3-Player ist, also nicht iPhone, oh. sondern MP3-Player. Und da gibt es dann eine Diktiergerätfunktion auf diesem MP3-Player, der in 96 Kilobits pro Sekunde Audiomaterial aufnehmen konnte. Wahnsinn! Und da haben wir dann so lange diesen kleinen MP3-Player im Proberaum hin und her gelegt, um zu gucken, wo das jetzt am wenigsten schlimm klingt. Ja. Und diese Aufnahmen habe ich wieder gefunden, bis dann über diese Boss-Aufnahmegerät, bis Alesis, Interface, also alles, was, also da war so eine richtige Entwicklung zu sehen. Ja, aber das ist irgendwie witzig, wenn man sich heutzutage so Sorgen macht im Tonstudio um irgendwelche Sachen, ob ich da jetzt bei 2 kHz 1,2 dB oder 1,3 dB reindrehe. Ja. Da waren wir damals meilenweit entfernt. Also da, wenn einer gesagt hat, 2 Kilohertz, haben wir gesagt, ja, okay. Und ja, jetzt? Ich gehe mal eben zum Metzger, ich hole 2 Kilohertz. Genau, hol mal 2 Kilo, ne? Dreh mal irgendwas rein und da haben wir halt gedreht. Okay, Entschuldigung für den schlechten Gag. Ja, ich verzeih dich. Ja, aber wenn ich das jetzt mal zusammenziehe, mir jetzt bist, hast du gerade ja gesagt, dass, ich habe es ja schon mehrfach betont, du bist 27. Das heißt also mit 4 Jahren angefangen, ja, dann bist du auf jeden Fall 10 Jahre früher angefangen, als zumindest zu meiner Zeit man angefangen hat, Musik zu machen. Trotzdem sind wir ja hier in einem Mastering-Studio und das ist dein Mastering-Studio. Das heißt, richtig, ja. Der Weg muss ja trotzdem verhältnismäßig zügig dann durchmarschiert sein vom Aufnahmeingenieur, Recording-Ingenieur, wie du es auch immer nennen möchtest, hin mit auch einer Affinität zur Audiophilie, nämlich auch darauf zu achten, was passiert in der Musik und wie sollte die eigentlich klingen, um dann zum Mastering-Ingenieur zu werden. Ja. Oder Engineer in dem Fall heißt es ja. Ingenieure sind ja studierte Ingenieure, sind dann in dem Fall die Leute, die sich einfach dran setzen und machen, was sie es können. Aber da, also ich persönlich verbinde mit einem Mastering-Engineer immer viel Erfahrung. Man muss viel hören, viel Interesse. Man muss physikalische Voraussetzungen haben, musikalische Voraussetzungen vor allem. Das heißt, du für dich ja schon mal gut, du bist in allen Genres zu Hause, du kannst Noten lesen, du weißt, wie man arrangiert, produziert etc. pp. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer gedacht, man ist so, ja, wenn man Mastering-Engineer ist, ist man wahrscheinlich so 40 aufwärts, weil man erst da die Erfahrung mitbringt und so weiter und so fort. Jetzt bist du 27. Ja, ich glaube, das ist eine gewisse Frage oder von der Herangehensweise. Erstmal prinzipiell gebe ich dir recht. Also es ist natürlich als Mastering-Engineer schon ein großer Erfahrungsschatz, der einem die Arbeit leichter macht. Viele Mastering-Engineers arbeiten seit 20, 30, 40, 50 Jahren im gleichen Raum mit den gleichen Boxen, ja. Und sowas. Aber heutzutage ist es ja auch viel mehr so, dass in den Produktionen oftmals auch gerne mal Schritte ausgespart werden. Und ja.
irgendwann war ich selber auch an dem Punkt, wo ich dann als Orchestermusiker an der Nordsee oben tätig war, gab es jemanden, der quasi dort ein Tonstudio hatte, der auch Orchestermusiker war. Und so bin ich da reingerutscht und war dann halt ständig dort und habe mir das immer wieder angeguckt. Und irgendwann wurde man gefragt, was meinst denn du, was würdest du sagen, wie gefällt dir das, würdest du, oder ne? Und dann hat man sich mehr mit der Thematik beschäftigt und auch auf verschiedene Sachen gehört. Da habe ich dann auch zum ersten Mal den Markus Bertram von MB Akustik kennengelernt, der ja auch hier das Studio ausgemessen und dann letzten Endes auch so geplant hat. Super Job. Übrigens, alle, die sich für sowas interessieren, sollten mal Markus Bertram mal kontaktieren. Klar, das ist definitiv nicht billig. Billig ist definitiv nicht günstig. Aber es ist preiswert wahrscheinlich. Es ist preiswert. Also ja, genau. Nicht nur für Mastering-Anwendungen, auch für jeden, der wirklich mischen möchte oder auch recorden möchte, höheren Niveau. Ja, man muss ja nicht die letzten 10% rausholen. Nein. Es reicht ja eigentlich schon, wenn du die ersten 90% oder 80%, das ist meistens schon besser als alles andere. Habe ich ja auch genauso gemacht. Also ich konnte mir das auch nicht leisten zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, pass auf, mach das fertig, was kostet das? Mhm. Ne? Und dann leg mal los, sondern okay, was brauche ich alles? Und dann habe ich Step by Step das quasi mir erarbeitet und konnte mir dann das alles leisten. Ne? Also ja, es ist halt einfach ein Prozess, der über Jahre oder teilweise eben auch Jahrzehnte bei einigen vielleicht geht, die es als Hobby machen oder als Nebenberuf. Aber es ist so unglaublich wichtig, was letzten Endes dabei rauskommt. Also wenn man wirklich weiß, wenn ich jetzt hier 100 Hertz reindrehe, wie verhält sich das denn dann, wenn ich das dann in der Stunde mir auf dem im Auto anhöre oder auf meinem Bluetooth-Brüllwürfel oder auf dem Handy oder sowas. Mhm. Gut, da ist 100 Hertz nicht so entscheidend. Kommt wieder. Kommt wieder. Dinger werden ja wieder größer. Genau. Ja, auf jeden Fall ist es halt ein riesiger Unterschied. Und genau, da habe ich Markus Bertram zum Beispiel zum ersten Mal kennengelernt und dann war ich total angefixt. Und ich wollte es unbedingt machen und bin dann in diverse Produktionen mit reingerutscht so ein bisschen, habe so ein dann vielleicht mal Editing gemacht, hab mal ein bisschen recorded, hab mal ein bisschen gemischt, hab mal ein bisschen Session vorbereitet, was weiß ich was. Oder hab einfach nur da gesessen, hab zugeschaut, zugehört, gemacht, getan. In freier Zeit auch rumgespielt? Hast du die Musik genommen und gehört? Und oder freie Projekte gemacht? Musik so? Gehört sowieso immer. Ja, also immer. Meine, hören, also reinhören. Ja, wirklich, ne? Wirklich reinhören und was passiert, wo, weil ich auch zu dem Zeitpunkt ich habe nie wirklich viel Musik produziert. Ich habe immer viel arrangiert. Ja. Eben auch für den klassischen Bereich. Klar, wenn du aus dem Orchesterbereich kommst. Genau, was ich heutzutage auch glücklicherweise auch immer noch hin und wieder mal mache. Weil das ist eigentlich das beste, sozusagen Frequenztraining auch, was man ja auch beim Sounddesign oder so hat. Ne? Also oftmals, das kennst du auch, wenn man irgendwie dann einen Mix bekommt oder so und sagt, ja, okay, oder der Kunde fragt, ja, kann ich da noch irgendwas besser machen? Ja, frag den, der das Ding produziert hat, ob da wirklich jetzt 8 verschiedene Pad-Sounds und Gitarren und Fender Rhodes und was weiß ich nicht drin sein müssen. Und alle im vollen Frequenzspektrum. Ja, oder die alle zwischen 150 und 1 Kilohertz unterwegs sind. Ja, ja. Weil das ist natürlich ein Ding, wo du als Mischer, zumindest erstmal einen sehr schwierigen Job vor dir hast, das alles irgendwie auseinander zu klamüsern, damit es nachher transparent klingt. Ne? Das ist natürlich schwierig. Deswegen war das für mich immer schon ein großes Thema, zu hören, was auch gerade so im Orchesterbereich, Klangfarben, was passiert denn? Es gibt ja viele Instrumente im Orchesterbereich, die eine sehr hohe Range haben, also die wirklich 3-4 Oktaven oder darüber hinaus sogar teilweise spielen können als Tonumfang. Mhm. Aber was passiert denn, wenn eine Klarinette in der kleinen Oktave spielt? Oder was passiert, wenn eine Klarinette in der 3 gestrichenen Oktave spielt? Also das sind ja, es ist ja nicht nur 3 Oktaven höher, sondern es passiert ja auch was vom Klang her. Ja, und das ist ja etwas, was letzten Endes im Mastering ja auch so ist. Natürlich hat man eine gewisse Erfahrung oder einen gewissen, auch einen eigenen Sound, eine eigene Soundästhetik. Geschmack. Natürlich, Geschmack, ne? Ist alles ein bisschen subjektiv, definitiv. Aber
irgendwie weiß man dann doch schnell, wenn man Elemente auch hört im Mix, wo man denkt, okay, da muss ich mal ran, irgendwie das ist zu stark, da muss ich ein bisschen in den Mix einbetten oder das muss aus dem Mix ein bisschen raus einfach, weil dann der ganze Mix mehr explodiert, weil es dann einfach viel mehr Energie hat. Ja. Und ich habe mir nie so große Gedanken darum gemacht, ob das jetzt 2,1 oder 2,3 Kilohertz sind, aber für mich war immer wichtig zu wissen, wo packe ich erstmal generell hin. Wenn man jetzt quasi so einen analogen Equalizer nimmt, packe ich jetzt an das Bassband oder packe ich an das Hochmittenband oder wie auch immer. Ja. Das schon mal zu wissen und nicht, ich meine, ist eine gute Möglichkeit vielleicht auch, aber ich bin zum Beispiel kein Fan von diesem EQ-Sweepen, weil du findest immer eine Frequenz, dich nervt. Je schmaler und je höher du das Band ziehst. Und die hätte dich wahrscheinlich niemals genervt, wenn du sie jetzt nicht 20 dB geboostet hättest mit einem schmalen Q. Aber es ist immer wichtig zu wissen, zumindest schon mal grob zu wissen, in welchem Bereich man denn eigentlich wo man jetzt eigentlich hin will, ob es dann letzten Endes 500 oder 520 Hertz werden, ist ja völlig wurscht. Das könnte auch von heute 520 Hertz sein und morgen sind es bei dir nur 500. Irgendwo in dem Bereich wird es schon sein. Genau, ne? Das ist so. Aber das ist ja letzten Endes dieses Arrangieren, ist ja letzten Endes nichts anderes. Du versuchst ja letzten Endes ein Bild zu malen. Manchmal soll das Bild halt 5x5 Meter groß sein und manchmal willst du aber ein Bild, was irgendwie 15x15 Zentimeter groß ist. Ja. Ne? Und so ist es von der Instrumentierung her und so ist es auch vom Sound. Ne? Und das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, die aber super viel Spaß macht. Wenn man auch merkt, nach einer gewissen Zeit, dass man ein Gefühl dafür bekommt. Und es funktioniert. Und es funktioniert. Mhm. Und um letztendlich jetzt wieder den Rückschritt zu der Frage eigentlich zu machen, also aus diesem... schon längst vergessen habe. aus dieser Studioarbeit heraus dann sozusagen habe ich auch immer wieder Kontaktpunkte oder Überschneidungen gehabt, wo dann Produktionen, an denen ich mitgearbeitet habe, zum externen Mastering gegangen sind. Und das waren... zum größten Teil sehr, sehr namhafte Mastering Engineers, die da beteiligt waren. Und es war ganz oft allerdings der Fall, dass man nicht zufrieden war. Mit dem Mastering? Mit dem Master. Okay. Genau. Nicht, weil die einen schlechten Job gemacht haben. Überhaupt nicht. Mhm. Das war mit Sicherheit klanglich oder technisch, war das alles sauber, alles korrekt, alles super. Aber wo man immer gedacht hat, naja, der Mix klingt ganz anders oder der Song klingt ganz anders. Es ist eine ganz andere Stimme und eine ganz andere Atmosphäre da. Und das hat mich immer schon gestört, aber ich habe immer gedacht, naja, warum ist das so? Warum wird so viel gedreht? Habe mich auch viel mit dem Thema Stem Mastering beschäftigt, weil zum Beispiel ein Produzentenkollege von mir zu dem Zeitpunkt mit oder für den ich gearbeitet habe, immer gesagt, immer nur Stem Mastering. Immer Stems. Und sich dann aber in der zweiten Instanz darüber aufgeregt hat, ja, irgendwie die Verhältnisse sind ganz anders, irgendwie das passt mir nicht mehr und die Energie ist ganz anders vom Song. Ja. Und so habe ich das dann selber mitbekommen und mich dann mal damit beschäftigt, wirklich, damals habe ich noch damals, so lange ist es ja gar nicht. Nee, ich sag 27. und habe mich dann mal mit Samtitude, habe ich damals zu dem Zeitpunkt benutzt, hingesetzt. Und ich hatte keine Drittanbieter-Plugins oder irgendwas und auch weit vor der Zeit, wo ich analoge Hardware hatte. Ja. Mich einfach mal hingesetzt mit den Tools, die halt da waren und habe versucht, okay, das ist jetzt der Mix, den finden alle toll. Mhm. Was ist denn jetzt Mastering überhaupt? Ja. Ne? Und warum sind so viele, die an der Produktion beteiligt sind, immer unzufrieden, wenn es vom Mastering zurückkommt? Und warum denke ich selber, dass es irgendwie nicht besser geworden ist im Mastering? Und das hat mich interessiert und damit habe ich mich sehr, sehr stark auseinandergesetzt. Natürlich dann super viel gelesen, also Tonnen von Büchern. Die Bob-Katz-Bibel? Selbstverständlich. Natürlich. Was sonst? Ich habe sie heute noch in der Hand gehabt. Ja? Ja, tatsächlich. Bist du auch stolzer Besitzer? Ich bin stolzer Besitzer, ich bin sogar stolzer Leser. Ich habe sie einmal von vorne bis hinten durchgelesen, muss allerdings noch zweimal. Mindestens. Also ich bin tatsächlich irgendwann auch beim zweiten Mal lesen, glaube ich, mit Textmarker und Lineal durchgegangen, um wirklich alles rauszuholen für mich, was zwischen den Zeilen auch steht,
Und da steht eine ganze Menge zwischen den Zeilen. Ja, den Link packe ich euch unten mal in die Videobeschreibung rein, falls ihr euch dafür interessiert. Muss ich, definitiv, aber nicht, dass man so 2-3 Jahre aufs Klo immer mal wieder reinlesen. Also, das ist viel starker Stoff, aber es lohnt sich. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall hat sich das irgendwie von selbst entwickelt und irgendwann habe ich dann parallel zu meiner Orchestertätigkeit, also ich war immer noch hauptberuflich im Orchester tätig, habe ich mir dann ein kleines Tonstudio quasi aufgebaut. Ging ja dann auch mit der Digitaltechnik, ne? Ganz 20 genau. Jahre vorher wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, aber genau, in dem Fall. Richtig, meine ersten Tools, also neben dem Rechner, damals hatte ich eine Dyn Audio Abhörer. Nee, gar nicht wahr. Am Anfang war es noch eine Samson. Boxen, die Krache. Zwei Boxen, dann, ja. Genau. Und dann hatte ich ja zuerst dieses Alesis Interface dann wieder ausgegraben. Dann wurde das irgendwann ersetzt mit dem, habe ich einen neuen Computer bekommen, der mein damaliger Mentor sozusagen zusammengestellt hatte, der da immer noch steht. Tatsächlich. Ach, das ist immer noch der gleiche. Das ist immer noch der gleiche Rechner. Ist ja auch schon 2 Jahre her. 27. 2 Jahre ist nicht her, ist dann eher mittlerweile dann doch eher 6, 7 Jahre. Ja, aber er macht doch trotzdem das, was er soll, ne? Der macht, was er soll, definitiv. Mein Rechner wäre jetzt gerade vor 4 Monaten nicht rausgeflogen, wenn ich nur Musik gemacht hätte. Der war ja schon 10 Jahre alt. Der ist nur rausgeflogen, weil ich Videos mache. Ja. Sonst hätte ich keinen Bedarf gehabt, einen neuen Rechner zu holen. Warum? Das hat das gemacht, was er sollte. Genau. Deswegen, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Funktioniert super. Ja. Und dann in dem Rechner gab es dann die erste RME PCI-Karte. Dann der auch hier im Rack verschraubte Goldmic. Warte. Zeig ich mal kurz hier. Genau. Da, du hast auch schon den neueren, ne? Das ist die MK2, ja. Ja, ich habe den MK1 bei mir zu Hause. Genau, das war dann der erste, hochwertigere Preamp, den ich hatte. Ja, deutlich. Dann damals das Rode ND1A, was dann jeder irgendwie mit Sicherheit schon mal in der Hand hatte. Ein paar Kopfhörer, AKG irgendwas, K701, so weiße. Sind ja auch im Schrank. Die man so hat, wo manchmal auch so ein Mikro dran ist? Nee, tatsächlich nicht. Ja, das sind schon vernünftiger. Die haben wir uns damals alle angeschafft. Waren quasi so zu dritt, haben an Projekten gearbeitet, um an verschiedenen Orten trotzdem immer eine Referenz zu haben, die aber bei allen gleich ist, zumindest in der Theorie. Natürlich nicht der gleiche Kopfhörerverstärker, aber der gleiche Kopfhörer immerhin. So what? Ja. So ging das los und dann habe ich wieder angefangen, quasi als ich dann aus der Stadt an der Nordsee weg war, bin ich dann quasi ins Münsterland gekommen und dort habe ich dann angefangen, Aufnahmen zu machen, Projekte dann wirklich auch komplett eigenständig zu bearbeiten, zu mischen und sowas und dann teilweise eben auch zu mastern. Aber eben nur teilweise. Eben nur teilweise. Also erstmal warst du der Mischer, Björn Schlüter. Genau, also erstmal war es eben so, ja, bevor ich es dem Kunden schicke, packe ich halt einen Limiter drauf und laut machen kann jeder. Genau. Ne, ob das dann immer so schön war, lasse ich mal dahingestellt. Aber es hat Finalizer ist immer gut. Ne? Ich master das nochmal eben mit dem Finalizer. Ja, es gibt ja mittlerweile viele Tools. die ich auch nicht weiter benennen will, wobei das alles seine Daseinsberechtigung hat. So ist es gibt wirklich eine Menge Tools, die mittlerweile wirklich gute Ergebnisse liefern. Natürlich nicht unbedingt jetzt in der Analytik oder sowas oder in der Finesse oder Feinheit, klar, aber ich sag mal, um mal schnell einen Mix auf adäquates Level zu bringen, wenn es jetzt wirklich nur um Lautstärke geht und ich meine nicht mit Lautstärke irgendwie einfach mal 10 dB in den Limiter reinfahren und sich wundern, dass das Signal vielleicht verzerrt oder sowas, wenn man wirklich hingeht und sagt, okay, ich will jetzt ein Tool haben, was irgendwie den Song gemastert klingen lässt. Ob das genau das Richtige für den Song ist, ist ja wurscht. Ja. Ne? Aber damals war es, oder zu dem Zeitpunkt war es einfach Limiter drauf, reinschieben ein bisschen. Da hat auch sich keiner Gedanken um LUFS oder irgendwas gemacht, sondern halt irgendwie laut. Ja. Ja, mal gehört, Referenztag reingezogen, ja, passt wohl. Ja, wie laut? Keine Ahnung. Laut. Laut. Ja, so, dass die roten Lampen habe ich auch bezahlt am Interface, die müssen ja auch mal blinken. Ne? Genau. Irgendwie hat sich das dann weiterentwickelt, dass ganz viele meiner Kunden, also ich habe mich dann immer weiter mit dem Thema Mastering beschäftigt auch natürlich. Und aus diesem einzelnen Limiter, der dann hart angefahren wurde, wurde dann irgendwann nochmal
vielleicht ein bisschen mehr auf dem Masterbus. Mhm. Ja, und irgendwann war es dann soweit, dass zum Beispiel diese Produzenten oder Engineers, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder auch andere Kunden mich dann zum Mastering angeheuert haben. Und ich selber dachte, naja, ich hatte überhaupt keinen adäquaten Raum. Ja. Ich hatte nicht mal annähernd Full-Range-Speaker oder sonst was. Meine raumakustischen Maßnahmen zu dem Zeitpunkt waren zwei Matratzen in den Raumecken. Ging aber. Ging alles, wenn man sich damit arrangiert und weiß irgendwie zumindest so grob, was denn passiert, wenn ich den Mix jetzt mal auf einen Stick oder auf eine CD packe und woanders hinnehme. Aber es hat mich fasziniert. Also habe ich gedacht, irgendwas mache ich ja richtig, erstmal prinzipiell. Ja, ja. Also irgendwas, oder zumindest mache ich erstmal nicht, mache ich es nicht falsch. Richtig. Und ja, dann der ganz normale Wahnsinn ist dann irgendwie ausgebrochen. Natürlich hat man dann mitbekommen, okay, es gibt neben den Plugins, die man so in der DAW hat, gibt es auch noch Sachen, die man für viel, viel Geld kaufen kann. Wunderzeug. Genau, und wenn du das Plugin hast, dann ja, ja. Klingt das Master jetzt noch besser. Und natürlich überall drauf reingefallen, auf dem Rechner 5000 Plugins, benutze aber nur 20 oder 15, keine Ahnung. Wenn so hochkommt, ja. Ist halt so, ja. Und dann kam irgendwann der Umzug quasi und dann wieder die Suche, oder was heißt wieder die Suche? Eigentlich die erste richtige aktive Suche nach einem Studio. Mhm. Weil ich ja vorher sozusagen aus dem Büro von zu Hause raus gearbeitet habe. Und dann habe ich ja Glück gehabt, dass ich diese Räumlichkeit hier gefunden habe. Es wurde eben komplett umgebaut. Es war mal eine Einliegerwohnung. Mhm. Das Ganze wurde komplett umgebaut. Und ich kannte ja den Markus Bertram schon. Den ich dann angerufen habe, und der ja hier auch nicht ganz so weit weg wohnt oder seine Firma nicht ganz so weit weg hat, hier in Osnabrück sitzen die ja. Und der dann das erste Mal auch hier war und quasi die Messungen im Rohzustand, im Leerzustand gemacht hat. Und wir relativ schnell wussten, okay, hier kann man was draus machen, das funktioniert. Zu dem Zeitpunkt war aber auch immer noch nicht zu 100% klar, ich mache jetzt nur noch Mastering oder ich konzentriere mich jetzt auf Mastering. Das war, naja, so wie viele halt denken, naja, ich mache halt ein Tonstudio. Ich mache von Podcast bis, ich kann auch Filmmusik schreiben, ich kann auch alles machen. Stimmt, du kannst ja arrangieren, du kannst alles. Ja, ja, aber weißt du, wie ich das meine? Also der Gedanke so, ja, ich mache halt alles. Dann, wenn ich 20 Sachen anbiete, dann habe ich ja 20 mal mehr Chancen, dass mir einer, dass mich einer jetzt anheuert sozusagen. Ja. Ne? Falscher Knopf. Ganz genau. Jeder, der so ein bisschen was von Marketing versteht, weiß, dass das absoluter Schwachsinn ist. Ja, und dann ist nochmal wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Das Ganze hier hat sich, wie gesagt, so peu à peu entwickelt. Von der Raumakustik, von der Ausstattung. Ja, hier stand auch ein komplett anderer Tisch drin. Zu dem Zeitpunkt, als ich hier eingezogen bin, dann auch noch die Dynaudio-Abhöre. Ja, und so hat sich es immer weiterentwickelt. Irgendwie wurden die Mastering-Anfragen immer mehr. Andere Sachen, für die ich ganz tolle Werbung im Internet gemacht habe und ganz tolle Online-Berichte geschrieben habe und sowas, dafür hat sich niemand interessiert. Ja. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der regionalen Lage des Studios, dass nicht ganz so viele Leute... Heutzutage? In unserer vernetzten digitalen Welt bist du jetzt, nahezu wenn immer wir jetzt überall um Recording sprechen. Ah, okay, alles klar. Ja, okay, also als klassisches Recording-Studio ist es natürlich hier auf dem Münsterländer Land schon etwas schwieriger. Ja. Und letzten Endes, das, was gut funktioniert hat, war dann irgendwann dieser Schritt Online-Mixing, Online-Mastering. Und dann habe ich aber irgendwann für mich selber festgestellt, erstens mal macht es mir Mastering viel mehr Spaß, also viel mehr Freude dran. Mhm. Und zweitens mal, ja, die Faszination war ja da. Also die war ja schon geweckt seit den ersten Tagen, wo wir damals im Proberaum Aufnahmen gemacht haben. Irgendwie dann zu wissen, wie man denn das Ganze verfeinern kann. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Damals hatten wir halt keine Möglichkeiten. Ja, wir hatten keine DAW, noch nicht mal so richtig. Magic Music Maker oder so. Aber ihr habt sie genutzt. Ihr hattet keine Möglichkeiten, aber ihr habt sie genutzt. Genau, so. Quasi. Ne? Ja. Und das war schon immer der Gedanke, was kann ich denn da jetzt noch rausholen? Die perfekte Aufnahme war, ist ja irgendwie klar, dass man die brauchte oder dass man die immer braucht. Ne? Ja, die Voraussetzung für einen guten Mix ist die gute Aufnahme. Definitiv. Ja. Und das Ganze spinnt sich ja weiter, ne? Ja, also bis zum Mastering dann. Und die Faszination war so groß
Und die Kunden haben mir recht gegeben, dass sie gesagt haben, ja, okay, pass auf, da gehe ich zum Mastern hin, Und irgendwann habe ich dann, was weiß ich, ein paar Wochen, Monate lang nur gemastert. Mhm. Und dann kam wieder ein Mixing-Auftrag. Und dann saß ich hier und wieder, genau, Mixing, will ich das noch? Spuren anlegen, nein, Quatsch. Ich habe auch immer noch Spaß, am mal einen Mix zu machen. Ja. Aber ich finde, gerade Mixing ist einfach sehr, sehr genrespezifisch. Jo. Ja. Also jemand, wenn mich jetzt jemand ansprechen würde, einen Heavy-Metal-Mix zu machen, mhm, würde ich sagen, pass auf, mache ich. Also ich nicht selber, aber ich weiß jemanden. Dem schicke ich das, dann kriegst du einen astreinen Heavy-Metal-Mix. Und ich mache das Master. Und ich master das Ganze. Ja, es gibt vielleicht gewisse Stile, wo man sich dann ein bisschen zu Hause fühlt, in Anführungsstrichen. Oder sagen wir mal, wenn es jetzt um Sachen geht wie Beat- und Vocal-Produktion, mhm, oder solche Sachen, die dann ja dem Mastering oder dem Stem-Mastering noch sehr nahe sind. Aber ich glaube einfach, dass wenn du deine Sache wirklich richtig gut machen willst, wenn du sie, mhm, nicht einfach nur machen willst, natürlich kann ich alles mischen, du kannst auch alles, yeah, mischen, du kannst auch alles recorden, yeah, yeah, ne? Definitiv, aber wenn du ein richtig mega geniales Produkt haben willst am Ende des Tages, dann brauchst du immer einen Experten, einen, ja, Fachmann. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Pool in den Garten stelle, auf meinem Privatgrundstück, dann rufe ich vielleicht auch nicht den an, der auf seiner Webseite nicht nur poolt, sondern auch 25 andere Dienstleistungen oder Sachen anbietet, sondern dann schaue ich halt im Internet nach dem absoluten Experten für Pools im Eigengebrauch oder im Privatgebrauch, ja, was weiß ich. Außer Frage. Und genauso habe ich das dann, oder durfte ich, viele sagen ja, musste ich lernen, ja, ich musste das eigentlich nicht. Ich durfte das lernen, dass man da, oder dass es die Möglichkeit gibt, wenn man wirklich eine Sache mit Freude macht und die dann auch gut macht, ja, anscheinend, oder zumindest nicht schlecht macht, ne? Hm. Dass man dann erstens mal viel besseres Feedback bekommt. Das heißt, die Zufriedenheit für das, was man selber tut, ist viel größer, ja, am Ende des Tages, wenn man nicht 5 Mix-Kritiken, wenn man nicht 5 Mix-Revisionen machen muss, ja, weil man vielleicht auch einfach von dem Genre nicht so viel Ahnung hatte und selbst mit 10 Referenztracks eben nicht so schnell zum Ergebnis kommt. Aber im Mastering hatte ich immer das Gefühl, wenn man, oder habe ich heute immer noch das Gefühl, wenn ich jetzt einen Auftrag kriege, zum Beispiel heute, ich habe heute Deutschrap gemastert, ich habe heute einen Deep House Track gemastert und ich habe heute Morgen einen Akustik Track, beziehungsweise 2 Akustik Tracks gemastert. Und das finde ich einfach faszinierend. Sehr abwechslungsreich, ne? Genau. Ja. Und wenn du halt einfach hergehst und sagst, okay, bitte schick mir eine Rezension mit. Ist natürlich kein Muss, mhm, aber ich sage immer gerne dem Kunden, pass, ja, auf, schick mir eine Rezension mit. Und ich höre rein, dann weiß ich genau, was ist in dem Genre. Eine Referenz meinst du? Genau, was habe ich gesagt? Rezension hast du gesagt. Ja, also Rezension, hinterher ist auch sehr wichtig, aber eine Referenz Rezension ist, damit man weiß, wo man hinmischt auf jeden Fall. Oder was. In Masters, genau. Ja. Das ist halt einfach im Mastering wichtig. Es gibt natürlich so gewisse genrespezifische Sachen, mhm, die vom Frequenzverhältnis oder auch gerade, ich sag jetzt mal, in dem, was wir momentan im modernen oder erfolgreichen Deutschrap so haben. Es ist oftmals sehr aggressiv vom Klang. Mhm. Als Beispiel, ja, nicht jede Produktion, aber wenn ich jetzt eine Referenz bekomme, wo ich schon weiß, okay, das ist sehr aggressiv, das ist auch vielleicht, da ist es wichtiger, mal bei 10 Kilohertz noch was reinzudrehen, auch wenn die S-Laute ein bisschen stärker, ja, werden, als jetzt bei einer Akustikplatte oder so, die man halt mastert. Da ist es eben eine ganz andere Herangehensweise, ne? Oder ein ganz anderes Gefühl auch, was ich haben muss, wenn ich master. Ja. Und da sind dann so viele Faktoren, die reinspielen. Das ist ja auch Lautheit, ist ja auch eine Geschichte im Mastering, die ja so viel diskutiert wird, wo alle sagen, ja, aber dann mache ich einen Master für Spotify und einen Master für YouTube und eins für die CD und sowas, wo ich sage, ja, könnt ihr alles kriegen, überhaupt kein Problem. Ja. Ist halt in meinen Augen, macht es halt keinen Sinn. Ja, weil? Weil, wenn man sich, hast du doch auch, glaube ich, mal ein Video drüber gemacht, es gibt doch diese Statistiken für Nerds bei, ja, YouTube. Ja, genau, bei YouTube. Das ist das beste Beispiel für mich. Zum Beispiel, wenn man irgendeine erfolgreiche Produktion aus den letzten Jahren
mal bei YouTube sucht, gibt's ja mittlerweile dann oft alles da mit Official Video alles oder wie auch immer. Ja. Und mal mit der rechten Maustaste auf das Video direkt klickt und dann kommt Statistiken für Nerds aufmacht. Und dann dort sehen kann, da gibt's einen Reiter, der heißt, glaube ich, Volume Normalization oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann kann man mal sehen, wie viel YouTube mit seinem Algorithmus das Ding jetzt leiser macht. Und es wird keine erfolgreiche oder zumindest nicht viele erfolgreiche Produktionen aus den letzten Jahren geben, die dort nicht leiser gemacht werden. Und das muss man dazu sagen, YouTube macht nur leiser, YouTube macht nicht lauter. Genau. Das heißt, wenn du zu leise ablieferst, bist du halt einfach leise. Wenn du zu laut ablieferst, wirst du halt auf den Maximalpegel, der bei denen zulässig ist, runtergeregelt. Absolut Ende. Richtig. Na? Zweiter Punkt, warum es für mich zum Beispiel einfach keinen Sinn macht, verschiedene Master für die ganzen Plattformen anzubieten, ist einfach letzten Endes das Tool, mit dem wir Lautheit ja erreichen. Gibt natürlich mehrere Tools, aber letzten Endes ist es irgendwie immer ja ein Limiter, der mit im Spiel ist. Im Zusammenspiel vielleicht mit einem Clipper und natürlich auch mit Kompressoren. Saturation, Kompression. Wie auch immer. Mhm. Aber ein Limiter ist ja nichts anderes als ein Kompressor mit einer unendlichen oder mit einer sehr, sehr hohen Ratio. Ja, ein Brickwall-Kompressor. Quasi, könnte man auch so sagen. Und der Klang verändert sich ja. Es wird ja nicht nur 3 dB lauter, sondern das Signal klingt ja auch einfach anders, weil es ist ja, es passiert ja was mit dem Signal. Ja. Es wird ja nicht einfach stumpf, da geht ja nicht einer mit der Rasierklinge und macht oben alles weg, sondern es passiert ja was mit dem Signal. Und das kann ja manchmal auch eine soundästhetische Frage sein, einen Limiter härter anzufahren oder einen Limiter eben nicht so viel arbeiten zu lassen oder mehrere Limiter in Reihe geschaltet zu benutzen zum Beispiel. Ne? Dass viele sagen, boah, wie kriegst du den Track so laut irgendwie, ne? Und da verzerrt nichts. Ja, natürlich, wenn jetzt ein EDM-Produzent kommt und will seinen Track irgendwie für den Club auf möglichst, was weiß ich, minus 6 LUFS oder so genagelt haben, kann man ja schon fast so sagen, dann funktioniert das natürlich nicht, wenn ich jetzt einen Waves L2 oder L1 Limiter reinziehe und da mal kräftig nach unten ziehe. Da kommt auch eine Wurst bei raus. Kommt eine Wurst bei raus, aber das wird natürlich dann nicht so schön klingen. Es gibt natürlich Wege, das zu erreichen. Ja. Ne? Wie du schon auch gesagt hast, also da gibt's ja ganz viele Faktoren, die da wichtig sind. Ne? Aber der größte Faktor auch für Lautheit oder für empfundene Lautheit ist halt einfach immer noch ein Frequenzverhältnis. Ja. Definitiv. Also ein sehr frequenztechnisch dichter Mix, wo alle Frequenzbereiche sauber ausgefüllt und vorhanden sind. Kann und nicht sein, dass das in dem Genre genauso ist. Ja. Es gibt aber auch mit Sicherheit Genres, die für die eben oftmals erwünschte oder erhoffte hohe Lautheit eben andere Frequenzbereiche oder einzelne Frequenzbereiche ein bisschen stärker. Zum Beispiel nur den Bassbereich. Den Bassbereich, wie auch immer, der natürlich oftmals dann mit dem Limiter auch ein bisschen kollidieren wird. Mhm, absolut. Ne? Ja. Deswegen, da muss man auch wieder aufpassen. Und es gibt halt gewisse Frequenzbereiche, die auch der empfundenen Lautstärke helfen, die empfundene Lautstärke höher zu betrachten. Mhm. Oder als Lautheit, höher. Ne? Ja. Was ist das? Lautheit, Lautstärke, kommst du auch mal durcheinander? Ich auch, ja. Letzten Endes, am Ende des Tages ändert sich's ja nicht. Ne? Nee, natürlich, laut. Wenn ich an meinem Volume-Knopf an der Anlage drehe, dann mache ich die Lautstärke lauter, leiser und erhöhe nicht die LUFS oder RMS-Werte. Nein. Das ist schon klar. aber ich glaube, wir wissen, worüber wir sprechen. Genau. Aber es gibt halt gewisse Bereiche, die man natürlich dann ein bisschen boosten kann oder die man ein bisschen bearbeiten kann, in welchem Weg auch immer, in welche Richtung auch immer, um es halt eben für das Genre spezifisch lauter, leiser, weicher, aggressiver, runder, eckiger, was auch immer, was gewünscht klingen zu lassen. Ja. Ne? Genau, aber das ist eben natürlich auch genreabhängig, aber ich sag mal, einfacher umzusetzen, wenn man musikalisches Gehör hat, analytisch gut hören kann und sich mit einer Referenz auseinandersetzt und dann mit dem Mix auseinandersetzt, deutlich einfacher, um wieder eigentlich zu dem Thema zurückzukommen, was ich eigentlich gesagt hatte, als wenn jetzt jemand kommt, der in einem speziellen Genre einen Mix haben will, wo man dann eben viele, viele einzelne Elemente genrespezifisch dann wirklich an den richtigen Punkt bringen muss. Und ich finde das sehr faszinierend in einigen Genres. Wirklich gute Mischer, mit denen ich ja mittlerweile zum Glück zusammenarbeiten darf. Ja.
wirklich Mixe zu bekommen, wo man dann teilweise wirklich sich hinsetzt und denkt, ja, machst du mal einen Limiter an? Klingt schön. Ja, mehr muss ich nicht machen. Völlig toll. Ja. Ne, hundertprozentig. Es ist natürlich objektiv, sondern völlig subjektiv. Aber ich finde das schon faszinierend im Mixing-Bereich. Ne? Ja. Und genauso sagen die Mixing-Engineers, wo ich dann denke, boah, was machst du für geile Mixe? Die sagen dann, boah, was klingen deine Masterings irgendwie geil? Ja. Ne? Oder was hast du da nochmal rausgeholt aus dem Song? Natürlich sind das halt alles minimale Steps oder minimale Sachen, die man macht, die aber halt super... In der Summe? Genau. Genau. Ne? Ja. Also wenn du halt ein dB reindrehst bei wo auch immer und das Ganze geht eben in Limiter, dann ist es ein ganz anderes dB bei 10 kHz als ne, eben ein dB bei 10 kHz, wenn das Ganze an einem ganz anderen Punkt in der Produktion stattfindet. Ja. Ne? Wenn du dein Sample reinlädst von einem Steinway-Flügel und haust da ein dB bei 10 kHz drauf, dann hat das nicht so große Auswirkungen, als wenn im Mastering nachher einer 10 kHz auf die ganze Stereosumme packt. Aber das hallo. Ist ja klar. Ja, ja. Ne? Aber wie gesagt, faszinierend. Ja, jetzt hast du jetzt gerade schon durch einen kleinen Versprecher Mixkritik gesagt. Ja, genau. Das heißt, mit deinem analytischen Hören, mit deiner Arrangementvorbildung, was ja quasi, ich hatte gerade dieses Bild die ganze Zeit im Kopf, wenn du ein Arrangement für ein Orchester machst, dass du ja quasi offline schon mischt, weil du die kompletten Frequenzbereiche alle schon mal zuordnest, welche Bläser wo spielen und so weiter. Im Idealfall klappt das. Ja. Ne? Also so ein Offline-Mischer, Online-Mischer und so weiter. Du hast ja ein gutes Gehör und kannst dann natürlich dementsprechend, auch wenn dir jemand einen Mix zuschickt, sagen, pass auf, also nicht nur nach meinem Geschmack, sondern nach meinem Dafürhalten fehlt es daran. Da bist du ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Da könntest du noch mal ein bisschen mehr drauf geben und so weiter und so fort. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die du, bietest du das an? Ja, definitiv. Also ich habe festgestellt, was ich eben schon mal sagte, diese große Welle des Stem-Masterings. Viele glauben, okay, ich bin mit meinem Mix irgendwie nicht so richtig zufrieden, nicht zu 100%. Ich gebe mein Stem-Mastering in Auftrag, weil ist vielleicht noch ein bisschen günstiger als ein Mix jetzt, mit Sicherheit. Aber ich habe noch mal diese Kontrolle, dass auch wirklich alles passt. Ja. Und ich bin überhaupt kein Fan von Stem-Mastering. Also natürlich biete ich das auch an und wenn ein Kunde das unbedingt möchte, mache ich das auch. Aber ich denke dann immer, die Gewalt, die ich dann über den Sound habe nachher und zu sagen, ob da jetzt irgendwie die Drums 2 dB lauter werden als vielleicht in der ursprünglichen Rough Mix Version oder wie auch immer, die will ich eigentlich gar nicht haben im Mastering. Das ist ja quasi so ein Zwitter zwischen Mastering und Mischen. Ne? Also genau, du kriegst zwar die Instrumente teilweise vorgegeben irgendwie, aber am Ende des Tages schiebst du die Verhältnisse ja trotzdem zurecht. Richtig. Am Ende des Tages. Du bekommst ja dann meistens Gruppen. Ja, ne? Sagen wir mal jetzt bei einer Rockproduktion hättest du irgendwie Drums, Bass, Gitarren, vielleicht noch ein Gitarren-Solo einzeln, dann irgendwie noch Keys oder Pads oder Strings, dann vielleicht noch Background-Vocals und Vocals. Und wenn man ganz viel, ja, kann man Glück nennen oder wie auch immer, dann hat man vielleicht noch eine FX-Gruppe, also Stereo-Track oder sowas. Natürlich gibt es auch noch tausend andere Variationen. Ja, aber es ist ja schon fast wie Mischen. Ne? Genau. Also klar, die Gruppen sind vorgemischt irgendwie, aber... Klar, machst du ja in deinem Mix auch, du hast deine ganzen einzelnen Spuren und die routest du dir ja dann nachher auf deine Gruppen, auf deine Subgruppen, wo du dann ja nachher auch viel die Automation oder nochmal Feinheit... Was auch immer. Ja, genau. Ja, und genau, ich war nie ein großer Fan davon. Und hat mir dann so wirklich, auf der anderen Seite, was könnte man denn machen, damit die Leute, die jetzt mit ihrem Mix nicht zufrieden sind oder nicht 100% zufrieden sind, oder was kann man denn machen mit den Leuten, die einem jetzt einen Mix schicken zum Mastering und vielleicht auch super überzeugt sind von dem Mix, aber wo man auf einmal hört, dann, oder wo ich dann hier höre, boah, nee, geht nicht. Also da kriege ich nicht eingefangen. So, ja, da muss ich jetzt wirklich sowas von tief mit der Schippe reingreifen, um da zu reparieren, sage ich jetzt mal, nicht um was auszugleichen, sondern um wirklich große, riesengroße Brocken irgendwie aus dem Weg zu räumen. Was kann man da machen? Und ich habe das dann irgendwann mal bei unseren amerikanischen Freunden irgendwo mal gesehen, dieses Konzept, und fand es ganz interessant, sowas anzubieten. Und das ist funktioniert super, also es wird super angenommen von den Leuten. Ganz, ganz viele Kunden, mit denen ich das mache, das heißt, sie schicken mir einen Mix. Im Prinzip master ich den Mix, wenn du so willst. Also er kommt zu mir in ein Projekt rein, ich mache ihn sozusagen
laut, mache so ein paar Steps, die ich sozusagen ja nicht immer mache, aber die erstmal Sinn machen, um zu hören, ja, wie reagiert der Track, wenn ich den jetzt in der Lautstärke anhebe, mhm, oder wenn ich schon von Anfang an höre, oh, da muss irgendwie deutlich mehr Bässe rein oder oh, das klingt total muffig, da muss irgendwie obenrum was dazukommen. Mhm. Einfach zu schauen, wie reagiert der Track da drauf. Ne? Und was passiert denn jetzt, wenn ich den lauter mache? Oder ist zu wenig Bass? Na, ich hol mir mal was rein. Oh, jetzt passiert aber das vielleicht oder so. Und ganz oft sind es dann Sachen oder die Tracks, die man bekommt, sind ganz oft, ganz häufig auch, wie es wahrscheinlich ja im Recording-Blog auch ist, selbst aufgenommen, produziert, arrangiert, ja, gemischt. So wie ihr eure Punkband damals auch gemacht habt. Ganz normal. Finde ich auch gut, ja, dass das heutzutage auch so funktioniert. Ja. Ne? Aber irgendwann wird man ja auch ein bisschen taub für die eigene, für den eigenen Song, ne? Oder für die eigene Produktion. Deswegen ist ja ein fremdes Paar Ohren so immer gut. Aber ich finde es dann super zu sagen, pass auf, ich mache mir eine Liste mit den Punkten und nicht, ich sage dann dem Kunden nicht einfach, du pass auf, da ist zu wenig Bass, das ist nicht gut, du musst das machen oder dreh mal da was raus, bla bla bla, und schick mir das Ding dann wieder, wenn ich es mastern soll, mhm, oder wie auch, ja, immer, ja, sondern ich analysiere den Mix und dann verabreden wir eine Skype-Session. Oh, cool. Ja? Mhm. Und dann setze ich mich wirklich hin. Es gibt jetzt keine Live-Audio-Übertragung oder sowas, sondern wir reden. Das ist bei Skype halt leider nicht möglich, ne? Also zumindest nicht in adäquater Audioqualität. Genau. Ja. Aber derjenige Produzent, Mischer, wer auch immer, kann natürlich den Song vor sich haben in seiner DAW oder wie auch immer. Mhm. Ich habe meine Notizen. Ja. Oder je nachdem vielleicht auch das Projekt offen, je nachdem, wie das gerade so passiert. Und dann gehen wir durch. Und dann sage ich nicht, du musst bei 50 Hertz was rausdrehen, da ist zu viel, sondern ich sage, pass auf, bei 50 Hertz im Supers-Bereich, da ist super viel Energie, ne? Da muss ich ordentlich reingreifen, da muss ich ordentlich zusammenstampfen, damit sich das im großen Ganzen wieder, mhm, Sinn macht. Also damit es eben wieder gut passt. Dreh das mal raus. Guck mal, wo die herkommt vor allem. Genau, sondern, mhm, pass auf, ich habe das Gefühl irgendwie, dass es gar nicht an dem E-Bass oder an der Synth-Bass-Linie liegt, sondern ja, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie eine Resonanz ist oder was auch immer. Und dann auch wirklich zu sagen, pass auf, was für Tools hast du an der Hand, was für Plugins hast du oder welche DAW benutzt du? Und dann wirklich drüber zu sprechen, wie kann man das lösen? Sehr aufwendig. Wo ist das aber, Problem? Ne? Genau. Ja. Wo ist das Problem? Finden. Und dann zu sagen, pass auf, mit dem und dem Tool musst du nicht, kannst du, mhm, was hast du? Ich hab keine externen Plugins, keine Drittanbieter, ich habe nur das zur Hand, was die DAW mitliefert. Überhaupt kein Problem, alle DAWs haben mittlerweile eigentlich super Tools an, ja, Bord. Ja, außer Frage. Dann zu sagen, okay, pass auf, dann nimm mal bitte das und das Tool und versuch mal das. Nicht, mach das so hundertprozentig, weil ich bin hier derjenige, der die Ahnung hat, sondern versuch das macht mal. Macht es dir ja nur nach. Am Ende des Tages muss er ja verstehen, warum, ja, genau, er das macht und was es für Auswirkungen hat. Ne? Und am Ende des, ja, Tages hast du erstens mal jemanden, der, wenn er dann diese Punkte abarbeitet und wenn er sich damit beschäftigt, dann sagt, boah, stimmt, das ist auf einmal viel klarer und der Bassbereich, ja, hat viel mehr Druck, ja, und, ja, was auch immer, wo dann eben das Problemchen in Anführungsstrichen liegt. Am Ende des Tages, also ganz oft haben wir das dann eben, dass wir quasi diese Mix-Kritik-Session machen und anschließend den Song auch mastern. Mhm. Ja, da gibt es auch so ein spezielles Angebot sozusagen für. Okay. Und ganz viele, die dann den Mix, den endgültigen, neu gemachten Mix abschicken zum Mastering, sind super stolz, ja, weil sie was gelernt haben. Ja, ja. Und ich sag mal, wenn man dann irgendwie ein paar Wochen später oder je nachdem nochmal wieder einen Mix von dem Kunden bekommt, denkt man, okay, hat er verstanden. Ja, lass uns eine Mix-Kritik-Session, ja, machen. Nee, brauchen wir nicht. In dem Fall, ist vielleicht mal eine Kleinigkeit oder, ja, so, klar, ne? Aber nee, brauchen wir in dem Fall nicht. Alles, ja, gut. Ne? Ja. Du hast, du, weil letzten Endes, es betrifft ja dann nicht immer nur diesen Song oder das Problem ist ja wahrscheinlich nicht immer nur jetzt spezifisch bei dem Song, ja, sondern es ist vielleicht etwas, was auch mit der Raumakustik oder mit der Abhöre oder auch mit einem persönlichen Geschmack zu tun. Ja, auch Bewusstsein denkt, dafür. Vielleicht hat er da noch nie drauf geachtet. Im, genau, Zweifel, ne? Oder einfach sagt, oder ja, ich finde das aber geil. Ich finde das aber geil, wenn irgendwie da, ne, ich drehe immer mal irgendwo gehört, ja, ja, genau, 60 Hertz reindrehen, weil bei den API-Konsolen gab es auch nur 60 Hertz, ja, im Bassbereich. Ja, ja. Also muss man mal 60 Hertz reindrehen. Ja, ich bekenne mich schuldig. Da verführen natürlich solche Videos wie meine natürlich auch dazu, das zu machen, weil die auch
sehr schnell zu einem schönen Ergebnis führen können, aber wenn man natürlich von allem zu viel, ist wie immer, ne? Wenn ich zu viel Salz an die Suppe gebe, dann ist es halt einfach versalzen. Ne? Dann schmeckt die Suppe eigentlich. Ja, das ist halt einfach so. Das ne? ist definitiv so. Aber das bringt mich zu dem Punkt, der mich jetzt sehr stolz macht, denn am Ende von unseren 30 Minuten, die jetzt schon über 60 Minuten geworden sind, habe ich wieder viel gelabert. Hast du mich nicht oft genug unterbrochen? Nein, das war interessant. Ich hoffe, du fandest es auch interessant. Wenn es dir gefallen hat, gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben für dieses Video. Nee, komme ich zu dem Punkt, wo ich dann auch stolz verkünden darf, dass ich dich als Experten gewinnen durfte für den Recording-Blog Premium-Bereich. Denn die Mixkritiken, von denen wir gerade gesprochen haben, die bieten wir demnächst auch bei uns im Premium-Bereich an. Das heißt, A, du kannst genau auf diese Expertise von Björn zurückgreifen und kannst über den Recording-Blog seine Expertise einkaufen. Gibt's im Shop demnächst eine Verlinkung und da kannst du genau diese Mix-Session, Mix-Kritik-Session mit Björn durchführen. Alle Premium-Mitglieder im Mitgliederbereich bekommen, also zumindest die Jahresmitglieder bekommen, Jahres- und die Quartalsmitglieder, jetzt habe ich es richtig gesagt, bekommen eine kostenlose Mix-Kritik-Session in ihrem Paket dazu, durchgeführt von Björn persönlich, genau in dem Umfang, den wir gerade besprochen haben. Und Björn und ich machen ab sofort einmal pro Monat eine kleine Mixkritik quasi, nehmen uns ein oder zwei Tracks vor und einmal pro Monat gibt es im Premium-Bereich dann ein Video, in dem wir sprechen über Musik, die uns zugeschickt worden ist und über die wir uns dann austauschen. Und mal so ins Grobe gehen, einmal bei dir von der Sounddesign Seite, bei mir eher von der musikalischen Seite. Ich bin da eher im Arrangement und in der Struktur vom ganzen Song zu Hause. Damit ergänzen wir uns zwar quasi sehr gut. Das Ganze, ja, ich weiß, bisschen eingeschränkt hinter der Paywall, hinter der Bezahlschranke im Premium-Bereich, aber es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein und ganz ehrlich, den Premium-Bereich, der unterstützt den Recording-Blog natürlich auch und sorgt dafür, dass wir hier schön auch im freien Bereich was machen können. Lieber Björn, nach dieser großen Werbeveranstaltung am Schluss. Ich danke dir recht herzlich für diese doppelten 30 Minuten mit Björn Schlüter hier im Storia Mastering Studio. Links findest du alle unten in der Videobeschreibung und ich hoffe, dass wir uns die Tage wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog, zu einer Mix-Kritik-Session, vielleicht im Premium-Bereich oder du buchst den Björn und seine Fähigkeiten persönlich über eine persönliche Mix-Kritik-Session. Ich würde mich freuen, wenn es klappt. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Ich danke dir. Jonas, mach's gut. Und wir sagen Yassas.